Servus Leute und willkommen zurück bei Far Cry 4. Wir haben Folge 36, neue Aufnahmesession für mich, nachdem das Spiel zuletzt abgestürzt ist und wir sehen es hier, eine Kerze. Für mich ist Weihnachten gerade so vorbei. Diese Folge, ich weiß, wird weit, weit in 2015 erscheinen, aber mir macht das Spiel eine Menge Spaß, deswegen nehme ich hier wohl noch eher im Voraus auf. Ja, das Spiel, nachdem ich in der letzten Folge gute 3-4 Minuten lang im Menü in der Karte verbracht habe, hat es dann gemeint, ja, das soll dir eine Lehre sein, jetzt schmeiß ich dich raus. Naja, aber es fängt schon wieder so ähnlich an. Ich habe über die Feiertage soweit gar nicht groß aufgenommen. Irgendwas, ERF1 2014 und ein anderes Spiel, was jetzt vielleicht schon gar nicht mehr läuft. Das war ja Never Alone. Habe ich soweit noch gar nicht ausgerechnet und ihr seht es hier, 10 Fähigkeitenpunkte und, oh, die Geldbörse ist schon wieder erbrechend voll. Ich habe nämlich in der Pause wirklich diesmal nur wirklich diesen ganzen Krimskrams hier eingesammelt und Orte entdeckt, wie zum Beispiel solche Fragezeichen hier. Also nur einfach Sammelbares aufgesammelt, deswegen haben wir hier auch schon eine sehr schöne Karte, auch wenn immer noch eine Menge Schmott übrig ist, zum Beispiel die ganzen Fragezeichen oder die einzelnen Beutekisten. Naja, das zieht sich ganz schön hin, hätte ich nicht gedacht. Also um das Spiel hier wirklich auf 100% zu bekommen, verbringt man eine echt lange Zeit. Aber nun gut, es soll weitergehen. Wir sehen erstmal hier die Fähigkeitenpunkte. Ich habe mir was gedacht. Wir geben endlos Sprinten und in der Hocke schneller bewegen. Einmal 4 Punkte aus. Batz, weg damit. Und jetzt können wir auch die Heavies per Takedown niederschlagen. Kostet auch wieder 4 Punkte. Jetzt haben wir noch 2 übrig. Jetzt könnte ich das hier in die Spritzen investieren, denn was anderes können wir ja gar nicht mehr machen. Obwohl das hier, aber finde ich jetzt nicht so interessant. Ansonsten müssen wir erst wieder Kampagnenmissionen machen, ehe wir den ganzen anderen Quatsch hier freischalten oder spezielle Missionen. Müssen wir einfach mal schauen. Ich spare die anderen 2 Punkte erst einmal auf. Gibt es hier was? Nein, ich habe ja nichts gejagt. Ich habe, wie gesagt, bloß Beute eingesammelt und Orte entdeckt. Nun gut, dann gehe ich nochmal kurz hier in den Automaten. Okay, da habe ich hier noch was zu kaufen. Und auch hier etwas. Und ich habe einen Konvoi getroffen. Aber Moment, jetzt sehe ich, 2 Millionen. Fast an der Grenze, deswegen kaufe ich mir erst nochmal die Schützenmarken. Um 1 erhöhen für 150.000, damit wir wieder etwas Platz im Geldbeutel haben. Denn wir wollen natürlich weiter aufnehmen. Und hier das Upgrade, dass jetzt auch schwer bewaffnete Veteranen zu uns stoßen, sofern wir endlich mal die Schützenhilfe rufen. Jetzt haben wir wieder etwas Platz und ich habe es gesagt, ich habe einen Konvoi ausgeschaltet. Jetzt habe ich endlich die Waffe, die ist allerdings hier, freigeschaltet. Das ist der Warrior. Da brauchte ich ja 2 royale Frachten, die ich in Sicherheit bringe. Und jetzt habe ich das. Die werde ich mir kaufen. So sieht das gute Stück aus. Mit Schalldämpfer. Dann werde ich die mir mal kaufen. Deutlich besser als unsere aktuelle und eben eine einzigartige Waffe. Aufsätze sind nicht möglich. Lange, lange, 35 Folgen, ja nicht ganz, hat dieses STG-90 zu uns gehalten. Das habe ich gerade gemacht. Aufsätze gehen nicht. Farbe kann ich auch nicht wechseln, denn die Waffe ist soweit schon angepasst. Mal schauen, wie wir uns mit dieser Waffe schlagen werden. Ich verbringe jetzt schon wieder 3-4 Minuten, ohne groß zu spielen. Aber es war wieder eine kleine Pause und ich wollte euch zumindest auf den aktuellen Stand bringen. Nicht, dass ihr reinschaut und denkt, hä? Du hattest doch in der letzten Folge 600.000 Dollar, Dollar nicht, Rupien. Was ist da denn passiert und was ich eben gemacht habe, das wollte ich euch mitteilen. In der letzten Folge wollten wir zum Propagandazentrum und das werden wir jetzt auch angehen. Da gibt es wieder ein Poster, eine Beutekiste. Wieder mal der übliche Kram. Noch zeigt es mir das nicht auf der Karte an, weil wir auf einem Seitenweg sind. Ich habe es wieder entmarkiert, oder? Jo. Nun gut, dann fahren wir mal. 400 Meter sind ja nicht so weit und ich hoffe, das geht hier diesmal klar. Mit keinem Abstoß des Spiels vom... Nee, das Spiel hat ja nichts abgestoßen. Es hat sich einfach beendet. Und gerade gehen die Frames wieder etwas in den Keller. Ja, ja, das Spiel, das hat schon so seine Eigenarten, nenne ich es mal. Kennen wir ja alles schon. Auch, dass dieser Weg, hier sieht man es wieder deutlich, erst vor uns lädt.
oder Schatten einfach sehr spät geladen werden. Ja, so ein schönes Spiel. So eine gute Technik, die ich biete. Und es passt nicht ganz zusammen. Jetzt bin ich schon vorbeigefahren. Was ist denn hier los? Möchte ich wieder Spielzeit strecken? Oh! Naja, komm, was soll's. Fahr mal ins Wasser. Also im Battlefield 4 fahren die Fahrzeuge auch unter Wasser weiter. Was gefällt mir nun besser? Ich rüste mal kurz die Waffe aus, die wir jetzt haben. Oh. Wieder schön mit einem Coyote-Visier. Und mit Schalldämpfer. Oh. Schon nicht schlecht. Dann, hier müssten wir den Rabi kennenlernen. Rabi Rayrana. Dann gehen wir mal. Ist da eigentlich wer? Und deshalb, meine kyratischen Brüder und Schwestern, esst ihr bitte niemals, niemals Krabben-Rangoon in Kyrat. Ich bin Rabi Rayrana und ihr hört im Moment den... O-M-G-A-J-G. Na, leck mich doch am Arsch. Ich würde dir gern die Hand schütteln. Ich hab dich eine Weile beobachtet. Du leistest wirklich tolle Arbeit. Du bist also der Typ aus dem Radio. Ja, das bin ich. Die Stimme vom Sender Freies Kyrat. Rabi Rayrana, du kämpfst mit deinen Muskeln, aber ich mit Worten. Und du kennst das alte Sprichwort, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ich meine ehrlich, ich bin wie Rush Limbo, aber mit Seele und Gewissen. Außerdem, je mehr Leute sich von Pagan abwenden, desto weniger musst du töten. Dem kann ich nicht widersprechen. Tja, meine Möglichkeiten hier sind begrenzt. Ich verbreite die Wahrheit und mache die Lügner einen Kopf kürzer, aber einer muss die Drecksarbeit machen. Und sieh uns nur mal an. Klar, Choto ist dreckig, aber richtig aufmischen können wir keinen. Unsere einzigen Waffen sind Wasserpistolen und komm schon, Mann, deshalb hab ich auch diese Radioshow. Du hast die breiten Schultern und den Bizeps, um draufzuhauen. Du hast Propagandaposter abgerissen, das ist super, aber Pagans Propagandamaschine legt als Antwort noch einen Zahn zu. Seine Männer richten temporäre Propagandazentren ein und die verbreiten rund um die Uhr neue Lügen. Und was sollen wir tun? Siehst du diese Hardware? Hab ich selbst gebaut. Glaubst du, Choto hilft? Kommen sie ihn dir an, ein echter Grobmotoriker! Wer ist denn da drin? Der Typ ist praktisch nutzlos. Damit überwache ich die Funkfrequenzen der Royal Army und konnte eines dieser Zentren aufspüren. Und ich sorge dafür, dass es den Betrieb einstellt. Herz und Verstand, AJ. Herz und Verstand. Es darf nicht sein, dass Pagan die Leute mit diesen Lügen vergiftet. Und dann hört die Propaganda auf? Nein, Mann, weit gefehlt. Aber keine Sorge, ich finde neue Propagandazentren, sobald sie entstehen, und schicke dir dann die Details zu. Bis dahin solltest du tun, was du am besten kannst. Zieh los, zeig's den Kerlen, Mann. Mach das erste Zentrum platt. Oh, shit. Ich muss weitermachen. Hey, danke dir fürs Vorbeischauen. Choto, mach ihm einen Chai. Los doch! Okay, sorry, das ist kein Fünf-Sterne-Hotel, aber wir tun, was wir können. Ist die heiß? Brauchst du frische Luft? Scheiße nochmal. Sorry, man kriegt hier nicht raus, wie in einem Hitzeschrank. Ist wie Guantanamo Bay hier drin. War toll, dich zu treffen, Mann. Hey, wir sind zurück. Ihr hört Freies Kyrat mit Rabi Rayrana und wir haben Fragen von unseren treuen Zuhörern erhalten. Die hier kommt von, Wer ist denn jetzt eigentlich Choto? Ein kleiner Affe, vermute ich mal. Der Rabi ist auf jeden Fall ein ganz schöner Schwätzer. Na, er übt ja auch ständig. Tagtäglich, ein Kilometer. Naja, ordentliche Distanz. Dann rupfen wir hier erst einmal das Poster von der Wand. Also was ich eins nicht verstehe, der da hat was gegen Propaganda. Und was ist hier? Er hat direkt vor der Haustür einen Propaganda-Poster. Also echt mal. So, weg mit dem Schmunt. Oh, Tibetwölfe. Vielleicht mal die neue Waffe ausprobieren. Na, Schussfrequenz ist, glaube ich, geringer, aber dafür haben wir hier mehr Schaden mit dem Teil. Aua! Oh oh. Jetzt sehen wir die Wölfe mal aus der Nähe. Okay, die Royal Army hat ein Dorf. Ja, ein Dorf hat es. Mehr wissen wir nicht. Ich habe es jetzt erst oben gelesen. Ich hatte hier erst einmal mit diesen Wölfen zu tun. Naja, ich halte die, denn das bringt wieder Geld. Aber als ob ich nicht genug Knete beisammen hätte. Eieiei, ja gut. Dann steigen wir mal in dieses schmucke Auto hier und machen uns auf den Weg zum Propagandazentrum. Und das liegt...
Wo genau? Da hinten. Oh, okay. Moment, da könnten wir doch bestimmt mit der Schnellreise hin, nachdem ich jetzt schon wieder so viel Zeit verplempert habe. Mache ich das doch einfach mal so, denn wir wollen ja hier noch zu was kommen. Ich hatte mir auch mal gedacht, ich werde demnächst mal die Ansagen von Ravi Rayrana im Radio mal zeigen und dann, oder eher gesagt, einfach mal hören lassen und nicht dazu quatschen, damit wir das auch mal hören. Was der da so von sich gibt, wäre ja eine Möglichkeit. Aber hier kommt jetzt aktuell bloß Musik. Aha. Wisst ihr, was mich so richtig ankotzt, Leute? Ich bin richtig sauer. Tut mir leid. Normalerweise habe ich ja gute Laune, aber das kotzt mich an. Die Medien kotzen mich an. Und nicht ich. Ich bin die guten Medien. Ich rede von den westlichen Medien. Wir sitzen hier in Kürath mitten in einem waschechten Bürgerkrieg und man findet nicht einen einzigen Bericht darüber. Okay, dann war's das schon. Ich wollte es mir ja eigentlich anhören oder auch euch anhören lassen, aber wir sind jetzt schon da und das hat Vorrang. Vielleicht ein andermal. Jetzt schauen wir erst einmal, dass wir hier alle Werkzeuge der Propaganda zerstören und im Hintergrund hört ihr es. Ja, die Musik, ich hatte sie ja anfangs ausgeschalten. Ich habe sie jetzt einfach mal aktiviert. Sie klingt meines Erachtens richtig, richtig gut. Aber ich war mir nicht sicher, was genau mit Musik gemeint ist. Da oben ist wieder jemand. Na, dann werde ich erstmal markieren. Also doch, man merkt es. Wir bewegen uns jetzt deutlich schneller an der Hocke. Das merke ich sofort. Und wir können jetzt endlos sprinten. Ist doch ein Heavy. Nee, ist kein Heavy. Der würde anders markiert sein. Aber viel mehr sehe ich hier noch nicht. Ah, da oben. Ich habe hier eigentlich vor, unbemerkt durchzugehen. Mal schauen, inwieweit mir das wieder gelingt oder eben nicht gelingt. Der kommt jetzt hier runter und würde uns womöglich sehen. Vielleicht soll ich erstmal zusehen, dass ich hier andere Leute markiere. Hier in der Nähe sind auf jeden Fall wieder Stimmen. Da ist einer. Aber ansonsten ist hier niemand. Dann werde ich jetzt mal versuchen, den hier umzulegen, denn der guckt gerade den Berg hoch. Tja, das war's schon mit deinem Leben. Oh, hier liegen wieder Minen. Nice. Ne, C4 in dem Fall. Als ob ich die schon so groß verwendet hätte. Ja. So richtig taktisch konnte ich die bisher nicht einsetzen. Eigentlich schade drum. Dabei sind ja Minen sowas Feines. Sowas... Oh, das habe ich schon gesehen. Dabei sind Minen doch sowas Feines. Ich erinnere nur an Claymores. Da oben ist ja noch jemand. Dann hau ich mal hier mit ihm ab. Oh, er sieht uns fast... Aber ging nochmal gut. Dann werde ich jetzt erstmal weiter markieren. Und der bäumt sich irgendwie wieder auf. Na, der kommt jetzt hier runter. Da im Haus war ja noch jemand. Den würde ich auch noch gerne markieren. Ist aber gerade schwierig. Es steht hier vorne auch noch einer. Das ist blöd, dass der jetzt hier steht. Jetzt geht er auch noch zu dem hin. Das ist ziemlich kontraproduktiv. Ist hier noch einer im Raum? Weil wir wurden ja gerade gesehen. Jetzt sitzt er sich da hin. Ist ja auch blöd. Ne, ich würde erstmal hier hochgehen. Na, da oben ist noch jemand. Sehe ich das? Nein, das sehe ich falsch. Da ist so eine Maschinerie für die Propaganda. Also die Musik ist echt herrlich. Schade, dass ich die erst jetzt so richtig entdeckt habe in Folge 36. Aber ich werde die jetzt mal drin lassen. Ich glaube, das wird keine Treffer geben. Ich hoffe mal zumindest, dass Ubisoft die für das Spiel speziell entwickelt hat. Auf den könnten wir springen. Allerdings bekommt das der andere bestimmt mit. Ich gehe erstmal hier hoch und kann vielleicht hier oben noch ein paar Leute markieren. Hier oben scheint niemand zu sein. Geht das groß in die Luft? Also wenn ich das jetzt deaktiviere, ich nenne es mal deaktivieren, am Ende springe ich das irgendwie in die Luft. Das macht doch bestimmt ordentlich Kabooms. Hier ist auch kein Knopf oder so. Ich muss es, glaube ich, sprengen. Aber ich werde jetzt erstmal hier auf diesen Felsen gehen, um mir einfach nochmal einen Überblick zu verschaffen. Was hier eigentlich so abgeht. Da unten liegt einer unterm Auto. Schaut sich also die Radieschen von unten an. Was konnte ich hier pflücken?
Ein grünes Pflänzchen. Ich schau mal auf die Karte. Nein, ein gelbes. Gelbes nehme ich nicht mit. Von den anderen Spritzen halte ich nicht so viel, deswegen habe ich die auch nicht wirklich, ja, geskillt, würde man sagen. Da sind noch mehr Werkzeuge. Ich glaube, ich muss da irgendwie drauf schießen, aber ich will erstmal schauen, dass hier vielleicht nie noch irgendwie Gegner rumlungern. Den werde ich jetzt mal mit einem Pfeil erwischen. So, den da unten eigentlich auch. Ist auch ein böser Tod. Unserem Auto liegend einen Pfeil zwischen die Beine bekommen. Man kann sich da durchaus Schöneres vorstellen. Die anderen beiden sind ziemlich passiv, aber ich glaube, hier war noch einer, nämlich diesen hier, den ich sehr spät erst gesehen habe. Das war, glaube ich, der aus dem Haus von vorhin. Oh, der hat sich gerade vom Stuhl bewegt. Das war ziemlich riskant meinerseits. Aber ging ja nochmal gut. Dann werde ich den jetzt mal dahin locken. Und du bist auch noch weg. Und waren das jetzt alle? Wäre natürlich praktisch, weil dann könnte ich mich hier frei rumbewegen. Ups, oh Mann, das alte Problem wieder. Warum die das einfach nicht auf die Taste R gelegt haben, also R lange gedrückt halten, um die Waffe zu wechseln? Fragen über Fragen, aber das können wir jetzt nicht mehr ändern. Wo ging der Pfeil eigentlich hin? Naja, schon ziemlich nah an sehr gefährliches Gefilde. Och nein. Na, dann plündere ich dich halt mal nicht. Das sind, glaube ich, irgendwelche Radiodurchsagen, die wir hier hören. Ja, wir machen es mal mit einem Pfeil. Nein, das reicht nicht. Naja, wir haben ja noch anderes. Unter anderem eben C4. Und dazu muss ich einfach mal die 9 drücken. Dude! reicht das? Geht das auch gleich mit hoch? Ich probiere es jetzt einfach mal. Wo ist hier die Tür? Da ist sie. Ja, zerstört das da hinten. Auch, ja, klappt doch. Was ist hier Gelbes? Die Autos? Naja. Halt, nein, ich will es eigentlich viel lieber zwischen die Autos legen, damit auch beide hochgehen. Das sollte reichen. Da kommt Verstärkung. Und gar nicht mal zu wenig. Scheiße. Dann werden wir jetzt den Mist hier schnell zerstören und dann abdampfen. Irgendwie war es das noch nicht. Oh oh, das könnte jetzt was werden. Nochmal Action hier. Ich dachte, ich kann das so ganz ruhig erledigen, aber nein, nix da. Naja, erleben wir mal doch wieder den wahren Shooter von Far Cry 4. Mit Far Cry 4. Ich fresse noch zu viele Kugeln, merke ich gerade. Gerade als eine Spritze genommen und dann das. Bah, voll ins Gesicht. Das war's auch schon mit den Leuten. Das waren doch 4 Autos, oder? Ach so, und die 3. Oh, toll, die Rakete hat bloß die ersten 2 zerstört. Oh, was für schöne CRT-Monitore die hier haben. Und überhaupt, was für schöne Technik hier. Damit würde aber Far Cry 4, glaube ich, nicht laufen. Den Schmott hier noch, die Poster. Na, dann brennen wir das Ganze mal ab mit einem Molotow. Das war allerdings ein Messer. Das war ziemlich blöd. Gut, dann fackelt das jetzt schön. Ja, geht das auch mal kaputt? Ja, dann halt noch eine Granate hinterher. Und raus hier. Oder? Ah, okay, hier oben. Der Mist, der war das noch. Okay, okay. Stimmt, das habe ich ja vorhin gesehen und auch angemerkt. Oh, die ganze Technik hier. Ach komm, machen wir mit einer Granate. Das war ein Köder. Bin ich blöd. Jetzt kommt hier ein Tier her. Ja, schmeiße ich hier einen Köder hin, also echt. So, das sollte es jetzt gewesen sein. Dann kommt jetzt noch eine Durchsage. Oder kommt jetzt hier nochmal Verstärkung an? Die Leiste ist doch voll. Obwohl da oben der eine Container stand ja noch. Den habe ich ja noch nicht zerstört. Der wird es noch sein, dann wird der ganze Spaß hier ein Ende haben. Ja, ja, König Wien und so ein Spaß, du spinnst ja. Da unten kommen sie wieder an. So, eliminiere alle Gegner, machen wir doch gern. Oh. Ja,
Das war gerade nicht so klug von mir. Wir müssen den ganzen Spaß nochmal machen. Okay, aber das werde ich erst in der nächsten Folge machen und ich habe mir was Spezielles ausgedacht. Gerade eben auf die Schnelle, jetzt wo ich oben diesen kleinen Hinweis hier entdecke. Wir werden uns das erste Mal Hilfe holen. Nachdem es gerade alleine nicht so ganz geklappt hat, dann also in der nächsten Folge mit Unterstützung mit unseren gelevelten Kompagnons. Also bleibt dran, bis zur nächsten Folge und bis dahin macht's gut und ciao, tschüss.